Na, die besten Köder abgerissen und verschossen? Brauchst du einen Tipp, wo du in Norwegen schnell und günstig neue bekommst? Dann komm mit, ich zeig dir wo. Dieses Video richtet sich also an alle, die in Norwegen schnell und günstig an Köder kommen wollen. Oder auch Angelzeug ganz allgemein. Und obwohl Norwegen eines der teuersten Länder dieses Planeten ist, lohnt es sich durchaus, hier die Angelköder zu kaufen, also erst wenn ihr kommt in eurem Urlaub. Das liegt einfach daran, dass Angeln in Norwegen Volkssport ist. Dementsprechend sind Kunstköder speziell Massenartikel und werden dementsprechend auch zu solchen Preisen verhökert. Allerdings bekommt ihr natürlich keine Top-Marken zu Ramschpreisen, sondern wenn ihr was Spezielles wollt, dann müsst ihr in ein lokales Angelgeschäft gehen. Die gibt es nicht in jedem Dorf und auch nicht in jeder kleinen Stadt, sondern die gibt es meistens nur in den größeren Städten. Dort sind die Preise auch entsprechend hoch, also höher als in Deutschland. Das lohnt sich nicht. Was angeboten wird, ist meistens die Marke Kinetic. Nicht zu verwechseln mit der spanischen Marke Cinetic. Die Marke Kinetic ist eine skandinavische Marke. Ich glaube, der Sitz ist in Dänemark, Svensson Sport oder sowas. Und die vertreibt diese Massenköder in ganz Skandinavien. Dementsprechend auch, wie gesagt, zu Low-Budget-Preisen. Da bekommt ihr diese typischen Slugs, wie man die hier nennt. Also diese kleinen Pilker, aber bis 400 Gramm. Aber auch klassische Blinker, so Tobi-Imitationen. Von den Wobblern würde ich eher die Finger lassen. Aber dafür auch solche Kondomspinner. Die setzt man für Lachs- und Meerforelle ein. Die funktionieren sogar recht gut. Und gerade im Sommer gibt es dann oft Rabatte, wo ihr zum Beispiel so einen Köder manchmal nur für 10 Kronen bekommt. Das sind derzeit nicht mal 1 Euro. 5 von denen hier für 200 Kronen. Manche Modelle kosten 20 Kronen, manche 30 Kronen. Und manche, wenn man Glück hat, nur 10 Kronen. Diese Köder fangen durchaus, also es ist nicht so, dass man jetzt da irgendwie einen Müll bekommt, mit dem man keine Fische fangen könnte. Aber man muss natürlich gewisse Abstriche machen hinsichtlich der Qualität. Wenn man sich jetzt hier die Haken und die Sprengringe anschaut, das ist natürlich allereinfachste Qualität. Also das ist eigentlich nichts, womit man halt angeln sollte. Jedenfalls ich nicht. Da hat man von vornherein entweder Drillinge zum Auswechseln dabei oder man muss halt zur Not damit klarkommen. Verliert aber vielleicht auch den Fisch seines Lebens. Auch ich fische tatsächlich diese Köder gelegentlich, allerdings dann mehr als Disposable Lures, also als Wegwerfköder. Wenn ich eine Stelle nicht kenne und eben meine Topköder nicht da verlieren will, dann fische ich solche Köder. Mein Angelkollege hier aus Norwegen, der fischt praktisch standardmäßig diese Köder und er fängt auch damit. Wo man diese Köder herbekommt, das zeige ich jetzt. Bildthema, ein irreführender Name, denn übersetzt heißt das Autothema, also erwartet man eigentlich Autozubehör. Tatsächlich ist es aber eine Baumarktkette, die unter anderem aber jede Menge Angelzubehör führt. Es gibt beinahe alles, was man auch in einem normalen Angelladen erwarten würde. Von schwerem Gerät für das Boot, ja auch Bootshalterungen, über Süßwasserköder bis zum kleinsten Wirbel. Zur Not findet man auch diverse Ruten, Rollen und ganze Sets. Auch richtig große Kescher, die man selbst in manchen Angelgeschäften vergeblich sucht. Die Qualität der Produkte im Bildthema ist durchaus höher anzusetzen als das Angelzubehör, was man in den folgenden Läden findet. Hier bin ich im Coop, einer typisch nordischen Supermarktkette, die neben Lebensmitteln eben auch Angelzubehör führt. Wenn nichts gerade im Angebot ist, etwas teurer, dafür aber die längsten Öffnungszeiten. Der Europris hat beinahe alles, über Vorschlagkammer, BH, Gartenstühle, Klebeband, Schokoriegel, Material zum Schnapsbrennen und Bierbrauen und eben auch Angelartikel. Auch hier sind es umgelabelte Kinetic-Köder. Auch den Sport-Outlet gibt es beinahe in jeder kleineren Stadt, allerdings führt er meistens nur Köder in der Hauptsaison von Mai bis September. In der Beschreibung unter dem Video findest du die Links, mit denen du dich vorab über das Sortiment informieren kannst.